Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 30. Oktober 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, als wir in westlichen Astrologie das kennen, weil sie berücksichtigen die Präzision. Es ist andere Berechnung, ist auch anderen Ergebnis. Also nicht wundern, wenn ich erzähle die Bewegung von Sonne, Mond und Planeten, das ein anderes Bild ist als im westlichen Horoskop. Nach dieser Berechnung geht die Tierkreiszeichen Waage in Osthorizont auf und die Tierkreiszeichen Waage gehört zum Luftelement. Im Himmelsmittel steht die Tierkreiszeichen Krebs und das gehört zum Wasserelement. Im selben Moment geht in Osthorizont nach unten die Tierkreiszeichen Widder und die Tierkreiszeichen Widder gehört zum Feuerelement. Im tiefsten Punkt erscheint die Tierkreiszeichen Steinbock und Steinbock gehört zum Erdeelement. Und das bedeutet, dass ich die Selbstdarstellung gegenüber, dass du, die liebe Partnerschaft, oben steht die Ziele, die Erfolg und hier unten ist die Rückzug, die Fundament, die Basis, auch unserem eigenen Zuhause. Und nach dieser indischen Berechnung befindet sich Sonne in Tierkreiszeichen Waage und ich setze die Sonne hier zum Tierkreiszeichen Waage. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Zwillinge, aber in einer Übergangsphase, weil heute übergeht im Tierkreiszeichen Krebs. Im Grenzbereich setze ich Mond hin. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Ich setze Mars hier zum Steinbock. Merkur bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Jupiter befindet sich auch im Skorpion. Sie stehen noch in Verbindung, wirken noch zusammen. Das handelt sich um Gespräche, Kommunikation, was durch diese Jupiter-Energie zunimmt. Jupiter bedeutet auch Gerechtigkeit, kann auch eine rechtliche Lage sein oder eine Klärung, die Rechte zu bekommen. Aber Merkur bewegt sich schneller als Jupiter, also langsam entfernt sich von dieser Verbindung. Jupiter bringt auch Glück, besonders im Bereich Finanzen. Bei den Skorpiongeborenen, die Chancen sind noch da, etwas zu gewinnen und langsam geht das, lässt es nach. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Ich setze Venus hier zu Waage. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Uranus befindet sich in Tierkreiszeichen Widder, Neptun in Tierkreiszeichen Wassermann und Pluto befindet sich nach dieser indischen Berechnung auch im Schütze. Und das ist die Unterteilung von Sonne, Mond und Planeten. Welche Verbindungen haben wir? Bei Sonnenaufgang und noch Vormittag steht Sonne und Mond in eine harmonische Verbindung. Mond übergeht in Tierkreiszeichen Krebs und morgen ist die exakten Halbmond. Also entsteht dann eine gewisse Spannung, aber auf diesem Halbmondposition werde ich morgen eingehen.
Und die nächste Verbindung, was noch da ist, Mond und Saturn stehen gegenüber. Und das bedeutet wie ein Spiegel. Und hier handelt es sich um unseren Gefühlen. Und das sollen wir ernst nehmen und darauf achten, dass wir im inneren Gleichgewicht bleiben. Das trifft in erster Linie die Schützengeborenen und die Zwillingsgeborenen. Diese Viereck, was ich gestern erwähnt habe, zwischen Venus, Uranus, sie stehen in Verbindung, sie spiegeln etwas, das handelt sich um Veränderungen in die Liebepartnerschaft. Beide Planeten sind rückläufig, auch Venus ist rückläufig, Uranus ist auch rückläufig und hier handelt es sich um die Vergangenheit. Entweder sollen wir die Vergangenheit abschließen oder kehrt jemand zurück von Vergangenheit und hier wirkt auch beiden karmischen Knoten. Hier handelt es sich auch um karmischen Themen, karmischen Erinnerungen, karmischen Begegnungen oder eine Begegnung zwischen zwei Seelen, die kennen sich von früheren Leben. Warum behaupte ich das? Weil die absteigende Mondknoten, was die alte Karma symbolisiert, befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock und die neue Weg, die neue Erkenntnisse, die Schicksalsweg geht in eine andere Richtung und diese Neuigkeiten, was auch befreit und das brauchen wir auch, das befindet sich dieser neue Weg in Tierkreiszeichen Krebs. Und hier steht eine Verbindung, eine sehr enge Verbindung zwischen Venus, absteigende Mondknoten, Uranus und aufsteigende Mondknoten, karmischen Themen in die Liebepartnerschaft, spielt die Vergangenheit eine ganz, ganz große Rolle, besonders bei den Waagegeborenen, bei Steinbockgeborenen, bei Widdergeborenen und bei Krebsgeborenen. Ich muss aber dazu sagen, ihr sollt die Horoskopen umrechnen lassen, auf die indischen Berechnung, weil es kann passieren, oder es ist so bei vielen, die meinen, die sind in Tierkreiszeichen Löwe geboren und nach indischen Berechnung sind in Tierkreiszeichen Krebs geboren. In indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser, was nichts anderes ist als der Tagesbewegung des Mondes. Die heutige Mondhaus, wo die Mond bewegt, heißt Punarvashu und wirkt zwei besonderen Sternen hier, einmal Sirius und Alhena. Sirius ist ein ganz berühmter Stern, wurde bei Ägypter verehrt. Warum? Weil Sirius ist einer von den hell leuchtenden Sternen und zeigt in eine Richtung. Sirius befindet sich dem großen Hund. Dieser große Hund gehört zum Orion. Orion ist der himmlische Jäger und das ist der Jagdhund von Orion, diesem großen Hund, und in diesem Sternbild befindet sich Sirius und zeigt nach Nordpol. Und das dient zum Orientierung. Und das, was wir heute brauchen, die Richtung bestimmen, orientieren. Es ist ein guter Tag, auf die Reise zu gehen, Veränderungen vornehmen, ein Wechsel, aber wir sollen heute nichts verleihen, weil das kehrt nicht zurück. Alhena hat auch einen Einfluss auf diesem heutigen Mondhaus. Alhena, dieser Name kommt von Arabischen und bedeutet übersetzt ein Zeichen. Etwas leuchtend, läutet etwas auf. Wir bekommen heute eine Botschaft, ein Zeichen, ein Impuls. Interessant ist zum Erwähnen, dass die Sonne befindet sich in einem anderen Mondhaus,
Natürlich. Und dieses Mondhaus, wo sich die scheinbare Bewegung der Sonne befindet, heißt Svati. Und auf Svati wirkt das Sternbild, das Kreuz des Südens. Und in diesem Sternbild, das Kreuz des Südens, befindet sich der Südpol. Das heißt, der Nordpol und Südpol wirkt auf dem heutigen Tag durch die Sonne- und Mondbewegung. Es ist auch wichtig nachzudenken, wie beschreiben die indischen Astrologie dieses Mondhaus Svati, wo das Kreuz des Südens wirkt. Svati kommt von Sanskrit und bedeutet dieses Wort übersetzt Schwert. Aber wenn wir das Wort unterteilen, Sva und Ti bedeutet selbst und die Seele. Und warum ist dieses Schwert? Weil dieses Schwert symbolisiert die Trennung. Trennen von Angst und Zweifel und Schuldgefühl. Und dann sind wir befreit, finden wir mehr zu unserem Selbst, zu unserer Seele. Das ist der Begriff von diesem Sanskrit. Die Botschaft ist, dass wir die Richtung bestimmen sollen, Angst, Zweifel, all diesen Gefühlen loslassen und zu uns selbst zu stehen, auch unserer Seele auch kümmern, und dass wir heute ein Zeichen, ein Signal bekommen, was für uns eine wichtige Bedeutung hat. Nun, das war die Tageshoroskop für 30. Oktober 2018. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Thema ist Kindheit und das innere Kind. Warum ist es so wichtig, diese Thema ansprechen? Weil Kindheitserinnerungen haben wir alle. Und es begleitet uns bis zu unserem Lebensende, beeinflusst unserem Leben, unserem Gedanken und unserem Gefühlen und hat einen Einfluss auf unsere berufliche Zukunft, aber nicht nur dort, sondern beeinflusst unsere Beziehungen, weil oft wiederholt sich die gleiche Muster, nicht nur bei uns, sondern bei unserem Partner oder bei Männern, bei der Partnerin. Also das sind oft dieselbe Muster, was wir erlebt haben in Kindheit. Wir ziehen so ähnlichen Partner an, was der Vaterbild ist, oder die Männer ähnlichen Partnerin, wie die Mutterbild ist. Und das sollte man auch klären, jeder mit sich selbst klären. Und dass wir mehr Verständnis haben, warum, oder verstehen wir, warum ist diese Beziehung so, wie das ist, warum läuft es nicht rund. Woran liegt die Hund begraben? Oft ist es die Kindheit. Und darüber habe ich ein Klärungsvideo gemacht. Ich veröffentliche dieses Klärungsvideo nicht. Wenn ihr Interesse daran habt, wirklich ernsthafte Interesse, dann bekommt ihr die Link dazu. Dieses Klärungsvideo ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Dieses Klärungsvideo ist kostenlos. Dann bekommt ihr den Link dazu, dann schaut euch an, was sagt euch das aus. Und dann bin ich sicher, ihr habt mehr Verständnis an euren Partner oder klärt sich vieles auf. Warum ist die Beziehung so und erkennt ihr die Muster von der Kindheit, entweder an euren Kindheit oder die Kindheit von euren Partner oder Partnerin. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.